Also mich verbindet mit dem Symphonieorchester SPR eine lange, zum Teil sporadische und doch insgesamt regelmäßige Zusammenarbeit, was mich wahnsinnig freut, weil es mit Sicherheit eines der führenden Orchester der Welt ist. Dann verbindet mich von meiner Seite größte Hochachtung mit diesem Orchester. Ich bin zutiefst beeindruckt, was in unserer Stadt München trotz dieser Saalproblematik sich da entwickeln kann. Denn andere Orchester dieser Klasse, und da gibt es eigentlich nur 5 oder 10 auf der ganzen Welt, können alle in einem eigenen Saal ihre Proben halten, kennen ihren Saal und kennen dadurch sich selbst auch eigentlich besser. Aber dieses Orchester schafft es dennoch. Und ansonsten verbindet mich die Freude damit, dass dieses Orchester hier ist. Ich bin vollkommen begeistert, was er für dirigentisch-technische Fähigkeiten hat, kann alles eigentlich zeigen und umsetzen, was er will. Und auch seine Fähigkeiten, Musik in eine gewisse Richtung zu entwickeln, sind enorm. Also ich meine, schon unglaublich, in welchem Alter er das alles geschafft hat. Aber es wird auch immer intensiver. Er wird sicher einer der bestimmenden Dirigenten der nächsten Jahrzehnte sein, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist. Das Fünfte hat mit der CT-Produktion nichts zu tun. Die CT-Produktion ist eine Zusammenstellung von deutschsprachigen Arien der Frühromantik, von Schubert bis Wagner. Und nun ist es nicht möglich, die CD wird ungefähr eine Stunde lang dauern, diese ganze Stunde im Konzert aufzuführen. Erstens ist es fürs Publikum nicht mehr schön und zweitens ist es für mich auch zu anstrengend. Wir haben deswegen eine gewisse Auswahl von 5 aus 8 Arien für dieses Konzert ausgewählt, jeweils 5. Eine Arie aus Alfonso und Estrella wird an dem einen Abend, die andere aus Alfonso und Estrella von Schubert am anderen Abend gemacht. Was mir wichtig war, ist doch Schubert und Schumann, die sehr bemühten und auch interessierten Opernkomponisten, die allerdings von der Kritik nie ernst genommen wurden und immer geschmäht waren und geblieben sind, so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man dieser Musik mangelnde dramatische Potenz grundsätzlich unterstellt. Ich bin da ganz anderer Ansicht. Thank you.
bei diesem Programm ist natürlich die Oper gefordert, es sind Opernarien. Und trotzdem muss man sagen, gerade bei Schubert und Schumann, bei deren Opernarien, die hier aufgeführt werden, ist das Liedhafte immer wieder apparent. Also bei dieser einen Arie aus Alfonso Nestrella, die erste Arie des Königs Froila, sei mir gegrüßt, o Sonne, kommen unglaublich verschiedene Dinge zusammen. Zum ersten ein Sonnenaufgang, wie er den beiden großen Sonnenaufgängen der Oratorien- und Opernliteratur, die ich jetzt im Kopf habe, nämlich natürlich dem aus der Schöpfung von Haydn, aber auch dem aus Schumanns Szenen aus Goethes Faust, in keiner Weise nahe steht. Also ein riesiges und bedeutendes und schwergewichtiges Orchestervorspiel, wie man selten bei einer Arie hört. Dann ein komplett lyrischer Anfang mit einem kurzen Allegro dazwischen und dann ein Larghetto, das schon fast die Fähigkeiten jedes Sängers, auch meine Fähigkeiten, ans Äußerste strapaziert, aufs Äußerste strapaziert. Und am Schluss noch eine breit ausgelegte und ausgedehnte Stretta, die eine Lage hat, die man eigentlich fast nicht sehen kann. Also Dinge, die inkommensurabel sind, werden hier vereint, aber doch mit einem großen, wenn es irgendwie gelingt, mit einem großen Effekt. Nur wie sein eigen Herz mit Hunger und nicht die Luft der Rache hört. Nur dir hat das schönste Ziel errungen. Das schönste Ziel errungen, nur der hat sich als Mann benährt. Nur der hat sich als Mann, nur der hat sich als Mann bewährt. Nur der hat sich als Mann bewährt, nur der hat sich als Mann bewährt. Sind eins. ARD.